Macht uns Besitz, Frank. Eine Studie von 2019, die in der Zeitschrift Personality and Social Psychology Bulletin veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass Menschen, die mehr Besitz anhäufen, ein höheres Risiko haben, psychische Probleme wie Depression und Angstzustände zu entwickeln. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2015 hat herausgefunden, dass Menschen, die mehr Besitz haben, ein höheres Risiko an Bluthochdruck, Herzerkrankung und Diabetes zu erkranken haben. Zack, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Mein Name ist Pascal und auf diesem Kanal reden wir über Minimalismus und wie du ein einfacheres und glücklicheres Leben kannst haben. Let's go! Die Wohnung hier war oft mehr ein Ballast, als dass es uns etwas gebracht hat. Und jetzt fängt der harte Teil an. Alles, was nicht in die Van passt, muss weg. Und das sind einfach so Sachen, die nicht weggeben. Das ist so schwierig. Weil es nicht nur unbedingt nur das T-Shirt ist, sondern halt auch so die Erinnerung, woher habe ich. Es sind ja zwei Less-T-Shirts, die von unserem eigenen Label ist. Das kann ich auch nicht wegtun. Dann habe ich ein Need-Content-3-T-Shirt. Das kann ich auch nicht wegtun, oder? Was mache ich mit dem? So, wir sind wieder mal am Kleider ausmisten, irgendwie zum gefühlten 2000. Mal. Es ist schon so viel Zeug weg, aber irgendwie. Es ist immer noch viel zu viel. Wir haben so wenig Platz nach dem Van. Und langsam wird es richtig hart und man muss wirklich überlegen, welche Sachen kann ich irgendwie kombinieren. Das habe ich mir auch schon überlegt. Habe ich irgendwie die letzten Tage mal auf Pinterest geschaut, ob ich mir vielleicht so eine Capsule Wardrobe Liste selber machen mit den Kleidern, die ich habe. Weil eben, ich habe vorhin gesagt, mega viele Sachen sind eigentlich Sachen, die ich mich halt daran erinnere oder die ich von einem speziellen Ort habe, die ich toll finde. Aber ich kann sie gar nicht unbedingt kombinieren. Ich meine, zum ein konkretes Beispiel ist der Rock hier. Ich finde den mega geil. Es ist einfach so mit dem, wie heißt das, Manchester. Muster in so einem mega schönen Rot. Ich meine, wann habe ich den Rock an? Ich habe den in meinem Leben vielleicht zweimal angehabt an Weihnachten. Wann lege ich sonst den kurzen Manchester Mini-Rock an? Ist ja nicht für den Sommer, ist für den Winter. Er ist scheiße unbequem, weil er eng ist. Das lege ich nie an. Also weg. Ja, und da sehen wir schon das nächste, das Bild. Das hat es bis jetzt jede Wohnung geschafft. Ah, das behalten wir. Tun wir sie? Bei deinen Eltern. Okay, liebe Eltern, das ist euch ein neues Bild. Ich habe ja das Gefühl, wir haben viel Grümpel, aber wenn man so eine Statistik anschaut, ist es schon krass. Ein europäischer Haushalt hat durchschnittlich 10'000 Gegenstände. Vor 100 Jahren waren das noch 180 Gegenstände pro Haushalt. Dieser hohe Konsum verursacht extrem viel Müll. Laut einer Studie vom Umweltbundesamt aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass die gesamte Abfallmenge in Deutschland und in der Schweiz zusammen etwa 143 Millionen Tonnen ist. Das entspricht pro Tag einem Gewicht von 4 Kreuzfahrtschiffen. Und wo soll das Ganze hin? Wenn wir doch wissen, dass wir den ganzen Planeten zumüllen, viel zu viel konsumieren und uns der ganze Konsum sogar krank macht, wieso denken wir denn nicht um? Ich nenne das Ganze Minimalismus. Jemand anders würde sagen, es ist Verzicht. Und mit Verzicht denkt man oft an etwas Negatives. Aber ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass Verzicht etwas Gutes sein kann. Denn es gibt mehr Freiraum und mehr Platz im Kopf für neue Sachen. Und es können neue Sachen entstehen. Und macht es mir jetzt Bauchweh, in Vans zu ziehen? Ja, definitiv macht es mir Bauchweh. Aber ich glaube, ab und zu braucht es einfach mal einen harten Reset. Zurück an den Anfang. Und wir machen jetzt sozusagen eine Reise 100 Jahre zurück. Weil bald werden wir nur noch 180 Gegenstände haben. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Wir werden es sehen. Zurück an den Anfang. An den Anfang, wo wir unser Erwachsenenleben gestartet haben und uns langsam angefangen haben zu müllen. Irgendwie ist es befreiend, alles loszuwerden, unsere Rucksäcke wieder zu leeren
Und jetzt startet eine Reise, wo wir den leeren Rucksack langsam wieder füllen können. Nicht mit Gegenständen, sondern mit Momenten, die wir werden erleben werden. Und ich lade dich ein, mit auf die Reise zu kommen. Darum vergiss jetzt nicht zu abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ja, auch wenn ich immer davor stehe und das Gefühl habe, es ist mega viel, ich glaube, eigentlich habe ich nicht mehr viel. Ich meine, schau mal, wie viel sonst in den Kleiderschränken der Leute in der Schweiz drin ist. Es ist eigentlich nicht mehr viel. Gut, ehrlich, muss man sagen, ich habe noch eine zweite Seite.